Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skyline 2. So, ja, wir machen weiter und ich würde gerne so einen kleinen Bus oder eine Bahn. Warum nehmen wir eigentlich keine Bahn? Warum nehmen wir eigentlich keine Bahn? Genau das werden wir jetzt machen. Erhöhte Bahn. Kann man da drunter eigentlich... Warte mal. Jetzt möchte ich mal was testen. Kann man da drunter? Ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Okay, das geht nicht. Aber ich könnte hier... Tatsächlich. Okay. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. U-Bahn. So, ich hätte gerne die U-Bahn, die da unten fährt. Die da. Würde ich gerne anschließen an die bestehende Verbindung. Da. Ist das eine Haltestelle? Ja, das ist eine Haltestelle. So. Okay. Dann darfst du von hier nach da fahren und wieder zurück. So. Und dann können sie ja umsteigen, wie sie wollen und lustig sind. Aber so würden wir hier vielleicht noch mal ein bisschen Verkehr aus dem Ganzen kriegen. Weil da kommen inzwischen schon 300 Mann an. Nur mal so als... 300 Mann ist schon ordentlich. So. Wie sieht's hier aus? Okay, der Zug fährt schon mal. Alles klar. Hier kommen jetzt die 314 Mann. Oh, das ist schon... Das ist schon hart, ne? Also was da raus aussteigt, das ist schon... Das ist schon heftig. Aber okay, das ist ja... Das ist ja das, was wir wollen. Das ist ja im Grunde das, was wir wollen. So, hier machen wir... Okay, das mit dem... Mit dem Linksbus, das wusste ich gar nicht. Okay, aber ist egal. Wir machen hier noch eine Haltestelle hin. Die würde ich dann auch nochmal ganz gerne verbinden mit dem hier. Dann machen wir nämlich hier auch nochmal ganz kurz eine Verbindung hin. Und zwar nach hier und zurück. Hat, ja, ich brauche immer noch 34 Haltestellen, deswegen mache ich das gerade. Für unsere Errungenschaft. Können wir hier nicht einfach sowas hinbauen? So. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? So, das kommt hier. Hier, hier, hier. Dann das weg, das weg. Das dran. Und das dran. Und dann dürften die hier unten auf jeden Fall mehr als genug Strom haben. Hoffe ich. Und gehe ich auch von aus. Okay, aber das... Jetzt würde mich nur interessieren... was machst du da? Okay, er fährt. Er muss jetzt natürlich die ganze Strecke nach da unten fahren. Das ist ja... Ist schon klar. Ich spreche wieder undeutlich. Ich habe durch
das, was ich jetzt gerade gesehen habe, diese quere, erhöhte U-Bahn, habe ich halt jetzt schon wieder Fragen, die ich mir gerne beantworten würde. Aber ich sehe schon, ich kann sie mir tatsächlich beantworten. Problem an der ganzen Geschichte ist, ich würde ja zum Beispiel jetzt gerne das Ganze hier drehen. Wie kann ich Gebäude drehen? Also so schon mal nicht. Okay, so könnte ich sie drehen. Alles klar. Jetzt ist die nächste Frage. Würde er, wenn ich das Stück jetzt hier runterbaue, das als Straße erkennen? Nein, würde er nicht. So, und damit ist es, für mich eigentlich schon hinfällig. Du kannst jetzt zwar eine Straße dort runterbauen, prima. Müsstest aber notgedrungen das bauen, aber ein Kreisverkehr kriegst du jetzt hier auch nicht hin, weil es zu eng ist. Also irgendwie bringt mir das ja gar nichts. Außer ich habe mich mal wieder sehr dämlich angestellt. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube nicht. Ne, jetzt ist es komplett dran und trotzdem verlangt er eine Straße. Die Idee finde ich ja geil. Problem ist nur, wie könnten wir das einstellen, dass es sich rentiert? Okay, ich bin gerade ein bisschen... Ich bin gerade Schachtzüge am Überlegen, wie oder wo sich das für mich rentiert gerade. Das bin ich jetzt gerade tatsächlich dran. So, das wäre immer die Höhe 10. Die Idee finde ich nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Aber die Umsetzung finde ich noch gerade noch nicht so pralle. Ups. Die Umsetzung finde ich gerade noch nicht so pralle. Umsetzung finde ich nicht pralle. Warum? Ich versuche. Ich bin halt... Okay, warum bin ich die Umsetzung nicht so pralle? Ich bin halt am Überlegen, wie kann ich das nutzen? Also wie kann ich das jetzt gerade nutzen, dass es mir von Nutzen ist? Ja, die Autos können da drüber fahren. Cool. Runterfahren. Cool. Wir brauchen eine Querstraße. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt hier unten drunter einen Park hinbauen würde, was hier gerade nicht funktioniert. So, Entschuldigung, ich habe das Einrasten vergessen. So, könnte der Zug ja, nehme ich an, nicht mehr drüber hinwegfahren. Wenn er das kann, oh, er könnte. Okay, jetzt wird es doch vielleicht ein bisschen interessanter. Okay, warte mal, jetzt muss ich doch mal ein bisschen was gucken. Wir müssen doch mal da runter zu unserem Zonenanfang. Warte mal. Jetzt würde ich gerne mal was testen. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier den Kreisel machen wir mal weg. Das sieht komisch aus. Das sollte so nicht aussehen. Wenn ich jetzt hier von dort eine Straße hier runterfahren lasse, so. Okay, sieht das auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Wir beschleunigen das Ganze. Ich würde jetzt gerne hier... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich das jetzt hier hinbauen wollte. So, naja... Ah. Okay, das macht er nicht. Das macht er leider nicht, so wie ich das erhofft habe. Können wir das Ganze denn gedreht dahin stellen?
Dann bräuchten wir ja nach oben eine Straße. Alles klar. Das heißt, ich würde das gerne so hinstellen. So. Also heißt, der ist 4 breit, ne? 4. Alles klar, 4. 2, 3, 4. Das sind 5, aber egal. Müsste aber doch jetzt hier hinpassen, oder? Was überlappt denn jetzt hier? Was überlappt? Oh, wir brauchen mehr Platz. Okay, alles klar. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Maybe so. Okay, jetzt wird es dahin passen. Okay, und die Frage, die ich jetzt habe, ist, würde er sich verbinden mit der Machbarstadt? Nein. Wirklich nicht? Gibt es keine Möglichkeit, sich mit der Nachbarstadt zu verbinden? Okay, das ist ja schon wieder... Das ist ja schon wieder blöd. Das ist ja schon wieder blöd. Weil die Idee finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Man macht hier einfach jetzt... diese Straße hier. Ewigkeiten lang. So. Baut hier irgendwann nach, ich weiß nicht, 500 Metern, 1000 Kilometern nochmal so ein Ding hin. Also in dem Fall jetzt hier hinten. So. Lässt die da unten kreuzen. Das ist ja egal. Okay, und hier verbindet er es. Ah, doch. So, lässt es da unten kreuzen. Verbindet jetzt die beiden wieder. Blup. Und den auch. So. Was ist denn das? Okay. Hätte ich jetzt hier eine gerade Strecke hin und her, was ja jetzt erstmal egal ist. Hier macht man ein U-Bahn-Depot hin. Dafür muss der Strom da einmal weg. Den kriegst du gleich neu, gar kein Problem. Können wir mit Klippen machen, danke. So, einmal Strom da unten neu legen. So. Jetzt nun den die richtige den richtigen Fahrweg hier finden. Warum verbindet der nicht? Ich würde das jetzt erstmal damit verbinden und ihn damit. So, und dann würde ich hier vielleicht nicht da, wo da unten diese komische Wand runter ist. Das einmal damit verbinden. Aber wo brauchen wir das? Ne, brauchen wir ja gar nicht. Doch, bräuchten wir. Dann machen wir das hier. So. Okay. Und jetzt würde ich einfach mal gerne... Ich möchte nur gucken, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Von hier nach da einen Zug hin und her fahren lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass damit so viele Leute fahren werden. Hundertprozentig nicht. Aber ich möchte gerne in Erfahrung bringen. Warum hast du kein Wasser? Ich würde gerne in Erfahrung bringen, ob sich das trotzdem rentieren würde. Also ob damit Leute fahren würden. Das interessiert mich gerade. Okay, wir haben hier allgemein ein Wasserproblem, kann das sein?
Okay, wir haben hier aktuell mehrere Probleme. Moment, wir müssen hier, glaube ich, mal auf Pause machen. Was ist denn hier los? Nicht genügend Energie, nicht genügend Energie. Warum haben wir denn nicht so viel Energie? Warte mal, dann machen wir das Ding mal ganz kurz an hier. Aktivieren. So, jetzt dürftet ihr eigentlich genug Strom haben. Keine Ahnung. So, und warum hast du hier unten ein Kacke-Problem? Ja. Das kriegen wir auch gelöst. Einmal die Aufarbeitung hier hin. So. Ende aus. Mickey Maus. Überlastung der Wasseranlage. Überlastung der Wasseranlage. Was willst du? So. Aber wir haben hier kein Problem mehr. Mehr oder weniger. Das Gebäude kann nicht genügend Wasser pumpen, um die aktuelle Nachfrage zu erfüllen. Ja, das war auch nicht mein Problem. Aber wir haben hier ein Grundwasser. So, bitteschön. Kriegt ihr hier noch ein Grundwasser-Ding hin. Schön da Aufarbeitung und hier erstmal schön Wasser pumpen. Überlastung der Wasseranlage. Das Gebäude kann nicht genug Wasser pumpen. Okay, wer pumpt denn hier am meisten? Du machst 75? Du machst 1 Million und du sagst, es die hätten reicht nicht? Hier ist doch irgendwo was falsch. Ist doch irgendwo was falsch. Was passiert, wenn ich das und das verbinde? Nichts, okay. Was passiert, wenn ich den jetzt einen runter mache und den einfach mal da dran binde? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass der da oben Feierabend macht. Wir müssen uns hier mit Problemen rumschlagen, du. Weil die Werte sehen ja da eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Abwasserhandel. Okay, warte mal, wir könnten. Okay, hier unten ist so tatsächlich schon verbunden. Okay, was für ein Problem hast du gerade? Hier ist übrigens auch verbunden. Was für ein Problem hast du denn jetzt gerade? Versteh's noch nicht. Ich verstehe es noch nicht. Okay, hier oben haben wir noch ein Müllproblem. Okay, hatten wohl ein Müllproblem. Hä, aber was? Was ist denn dein Problem? Okay, ich glaube, wir haben kein Problem mehr. So, weiter mit dem hier. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier Leute mit dem Zug fahren, ne? Also das glaube ich halt nicht, ne? Also es sollte jetzt eigentlich nur mal ein Test sein, wie es aussieht. Und ich wollte ein paar Fragen beantworten. Die Fragen, die ich mir beantwortet habe, ist tatsächlich, wir können die nicht miteinander verbinden. Das wäre nämlich ziemlich cool. Also wenn die einfach jetzt hier rüberfahren würde als U-Bahn und, ne? Das war für mich ein Test. Tja, und jetzt bin ich halt überlegen, für was können wir das nutzen? Können wir das überhaupt nutzen? Ich sehe hier gerade noch keinen Nutzen. Ja. Müssen wir uns mal überlegen. Okay, wir können noch hier oben das Landstück, glaube ich, jetzt kaufen. Jo.
Kaufen die zwei auch direkt. Hatten wir da nicht sogar noch... Moment, jetzt mal ganz kurz gucken. Müssen wir da nicht sogar so oder so noch was machen? Die dir jedes einzelne Informationsfenster an, ja. Schalte alle im Basisspiel verfügbare frei. Habe ich doch, oder nicht? Verfolge das Leben, ja, da habe ich, bin immer noch dran. Spinnennetz immer dran. Habe mindestens 1000 Bürger und eine Zufriedenheitsbewertung von 25. Ah, okay, müssen wir irgendwann mal ein neues Spiel anfangen. Bauen Sie eine Stadt mit... Okay, dann müssen wir gleich mal gucken. Ja. Und da sind wir auch noch dran. Wie ist denn die Schulleistung inzwischen? 6,1%. Okay. Immer noch sehr niedrig, muss ich sagen. Immer noch sehr niedrig, aber... Es wird besser. Es wird besser. Gut, ich sag bis hierhin. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.